Das Böse begrüßt herzlich zurück hier bei Elden Ring. Ja, 2 Wochen ist es her, dass ich zuletzt dieses Spiel gestartet habe. Und mittlerweile sind 12 Folgen online, glaube ich. Folge 13 würde jetzt am Sonntag kommen. Also es ist gerade Freitag, es ist der Karfreitag, um es genau zu sagen. Und ja, ihr habt in der Zwischenzeit einiges an Kommentaren geschrieben. Wieder einmal vielen Dank dafür. Was gibt's zu berichten? Ich habe das letzte Mal einiges hier entdeckt. Ich erinnere mich noch, dass ich diesen Händler hier gefunden habe und mir die Lampe besorgt habe, die ich so gerne irgendwie haben wollte, weil ich ja sagte, Mensch, ich weiß noch, in Bloodborne war das richtig cool, dass man da halt diese Gürtel sich an, diese Gürtel an die Lampe schneiden konnte, genau, sich die Lampe an den Gürtel schneiden konnte und das nicht unbedingt in der Hand halten musste und das war sehr, sehr cool. Und ja, hier habe ich das jetzt bekommen, was ich wollte. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe an Dingen, die ihr mir geschrieben habt. Also, es gibt jetzt mehrere Dinge, die ich tun kann und vielleicht auch sollte. Also erstmal gehe ich mal zur Südseite des Agelsees. Hier habe ich wohl etwas übersehen. Östlich gibt es hier so ein Kaskaden-Ding, okay. Das soll ich hochlaufen. Wahrscheinlich hier direkt. Und hier soll sich irgendwo ein Gegner befinden. So ein Zombie-Typ irgendwas. Auf der ersten Ebene wirst du einen einfachen Zombie-Kämpfer sehen. Auf der ersten Ebene, also hier irgendwo. Ist jetzt halt die Frage, ob das da vorne gemeint ist. Oder da oben weiter. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe nur gesehen, dass hier ein Reiter gerade lang gehopst ist und der war vermutlich nicht gemeint. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass der gemeint war. Auf der ersten Ebene. Hat man nichts gedroppt irgendwie, was ich brauchen könnte? Es hieß, es würde ein Quest-Gegenstand gedroppt werden. Gucken wir mal höher hier. Ich weiß jetzt halt nicht so genau wo. Aber das hier ist ja gleich östlich im Grunde und es ist sehr nah an der Gnade dran, hieß es. Ja, deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Bis jetzt war noch nichts, wo ich sagen würde, das wäre irgendwie relevant. Aber wahrscheinlich habe ich das jetzt auch falsch interpretiert. Aber östlich ist er eigentlich rechts hoch, oder nicht? Hier war bis jetzt noch nichts. Ich versuche, mich daran zu orientieren, wie gesagt, was mir geschrieben wurde. Wer hat mich entdeckt? Ist das Kampfmusik? Also irgendjemand sucht hier Streit.
Weiß spontan bloß nicht wer. Aber hier ist halt nicht wirklich was. Also war das vermutlich auch nicht gemeint. Ach, da oben ist schon wieder Stress angesagt. Krass, was der für eine Reichweite hat, oder? Finde ich schon unerhört, muss ich sagen. Okay. Ich sehe nix. Ach. Na. Bisschen auf die Ausdauer gucken. Gib mir ein bisschen Leben zurück, das ist auch ganz geil. Jawohl. Dankeschön. Aber das war mit Sicherheit nicht gemeint. Und du hast ein bisschen Angst, oder was? Scheinbar schon. Neue Rüstung bekommen. Ganz nett, aber das ist nicht das, was ich hier wollte. Ich zweifle irgendwie auch, dass es das ist, was ich hier finden sollte. So, okay. Ein bisschen aufpassen. Hier ist man überall festmagern, weil man einfach es nicht schafft, das Bein so 3 mm höher zu heben. Ist halt auch schon schwierig, muss man sagen, ne? Gut, Problem gelöst, zumindest mit dem hier. Gib mal Loot her, Bolzen. Boah, die Dinger fliegen halt auch eine Kurve, ne? Unfassbar. Ist halt die Scheiße, dass es hier 2 Stück sind, die oben stehen. Einer aus der Richtung, einer aus der anderen. Ich habe gesehen, dass da gerade einer kommt, aber das ist mir irgendwie gerade minimal scheißegal. Da. Hat er mich aufgehalten, das fand ich dann ernst. So jetzt. Wow. Das war Knäppilein. Guck mal her. So gefällt mir das doch schon viel besser. Per. Okay. Da stehen halt einige rum. Aber das interessiert mich alles irgendwie eher weniger. Ja, okay. Dann hau ich den nicht. Mist. Komm her. So, komm her. Oh, hier war ich schon, glaube ich. Einer. Du möchtest Ärger haben, sagst du? Kriegen wir hin, das ist gar kein Problem. So. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass das nicht gemeint war.
oben lag, glaube ich, auch mal Loot rum, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, so ein komischer Sternensplitter oder so lag da mal rum. Es ist irgendwie prädestiniert, um hier irgendwie eine Höhle hinzuschmeißen, oder? Aber von der Höhle war hier nicht die Rede, also glaube ich irgendwie nicht, dass es das ist. Ist halt die Frage, ob ich diesen Gegner überhaupt sehen kann. Ich glaube auch nicht, dass die beiden hier gemeint waren. Nee, da drüben ist halt auch was anderes. Da ist wieder dieses Siegelgefängnis. Irina. Nee, also irgendwie habe ich, glaube ich, die falsche Abzweigung hier genommen. Und gut, ich habe mir jetzt so ein paar Runen geholt. Alles schön und gut. Es ist aber halt nicht das, was ich wollte. Dann nehmen wir hier noch ein paar Dudes kaputt machen. Das ist auch nicht das Problem. Okay. Huch. Wolltest du gerade mein Pferd hauen? Wirklich? Überleg dir das nochmal kurz. Messingschild. Droppen die jetzt auf einmal random ihre Ausrüstung hier oder was? Interessant. Oh. Okay. Ja, aber mehr war jetzt hier aber auch nicht, oder? Bei der Festung, da war ich schon. Ich bin halt so irritiert irgendwie. Ja, und da vorne ist der See, den ich erstmal immer noch großzügig versuche zu vermeiden. Weil ich nicht weiß, ob es so gut wäre, mich mit einem Drachen anzulegen. Ich suche auch theoretisch nochmal Jura. Der ist ja auch irgendwo in diesem Bereich umhergelaufen quasi. Aber hier bin ich noch nicht lang gegangen. Okay, interessant. Weil ansonsten wären diese Leichen hier definitiv schon gelootet worden. Würde ich behaupten. Okay. Zack. Jawohl. Da ist noch einer. Das kriegen wir geregelt. So, danke schön, dass ihr mir einen Flakon wiedergegeben habt, oder besser gesagt, zumindest einen Schluck aus meiner Flasche. Hallo? Ja, die Runen nehme ich mit. So klein die Pakete auch sein mögen, manchmal sind das so die letzten, die man noch braucht, um sich irgendwas leisten zu können. Ich höre hier schon wieder so ein Geschimmere irgendwie. Aha, das ist so einer. Ja. Ganz nett, aber eigentlich nicht das, was ich jetzt unbedingt brauche. Ich befinde mich jetzt hier. Na, da geht's halt in die Richtung weiter. Bei dem Baum da unten war ich ja schon. Genau, das ist quasi der niedere Erdenbaum Richtung Nebelwald, wo auch Bleit umhersteht. Das ist aber, wie gesagt, alles nicht das, was ich hier haben wollte. Das wäre noch wieder so ein Ruinending. Aber ich habe halt Sorge. Dass hier jetzt gleich der Drache irgendwie angeflattert kommt. Ich habe aber bis jetzt so am Himmel noch keinen gesehen. Das heißt nicht allzu viel, aber
Das ist zumindest eine Ruine. Ah ja, genau, das ist die vom Drachen verbrannte Ruine, ne? Hm. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt hin möchte, um ehrlich zu sein. Aber davon war auch nicht die Rede. Also irgendwie... Ich würde jetzt mal schätzen, dass ich hier jetzt nichts irgendwie gefunden habe oder bekommen habe, das irgendwie questmäßig relevant gewesen wäre. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich die dazugehörige Quest überhaupt schon habe. Das stand jetzt nicht damit bei. Ja, warte mal, wir haben hier oben noch. Aber mal hoppala. Er hört mehr aus als einen Schlag. Was ist denn da los? Goldener Federtierfuß. Okay. Hm, aber auch das ist nicht so wirklich. Ne, es ist alles nicht das, was ich suche. Ich bin hier halt auch schon meilenweit weg. Ich gehe nochmal hin. Südlicher Agilsee. Gleichnamiger Ort der Gnade. Und gleich östlich. Das ist doch hier dann, oder nicht? Kaskadenartiges Gelände gleich östlich davon hinauf. Bereits auf der ersten Ebene wirst du einen einfachen Zombie-Kämpfer sehen, der dir wahrscheinlich sogar den Rücken zudreht. Er steht wirklich sehr dicht am Ort der Gnade. Also er muss ja dann hier irgendwo rumdümpeln. Theoretisch. Aber somehow bin ich zu blöd, den zu finden. Hier steht niemand. Und da auf der ersten Ebene war auch nichts los. Oder ist es da hinten gemeint? Aber auch das ist ja nicht so nah am Ort der Gnade dran. Scheiße. Ja, entspannt euch bitte. Geil, danke. So. Och. Also diese Fights zum Pferd fühle ich halt nach wie vor nicht so richtig. Na gut, ich habe jetzt auch wie gesagt 2 Wochen nicht gespielt, trotzdem. Auch hier oben. Na, hier ist ja nur dieses komische Siegelgefängnis wieder. Das kann ja nicht gemeint gewesen sein. Weil Zombie-Kämpfer... hieß es. Nee, nee, das ist es nicht. Sorry, aber irgendwie bin ich zu dumm, um das zu verstehen und richtig zu interpretieren. Kaskadenähnlich und sehr nah am Ort der Gnade dran. Just no. Also, wie gesagt, ich finde hier nichts, was auf diese Beschreibung passt. Wie gesagt, selbst da oben, wo ich jetzt auch schon hin bin, selbst da habe ich nichts gefunden. Und sehr nah am Ort der Gnade. Ich könnte mir jetzt höchstens noch vorstellen, dass das eine Sache ist, die erst noch später passiert oder so. Dass derjenige erst noch spawnt, um den es hier ging, aber ich weiß nicht. Was ich jetzt noch tun könnte, wäre nochmal nach Jura suchen. Der müsste ja eigentlich auch hier irgendwo in der Nähe rumgestanden haben, oder? Oh, nice. 2-mal bitte die goldenen Runen hier mitnehmen. Komm her, genau. Genau, hier war ich ja.
Ja. Da hinten fetzen sie sich, das ist okay, macht ihr mal. Achso, das ist mit den Halbmenschen, ja. So, hier unten stand doch Jura eigentlich irgendwo mal rum, oder? Der dümpelt hier aber scheinbar nicht mehr rum. Ich weiß jetzt nicht, ob der da rumchillt, wo ich Richtung Patches gelaufen bin. Aber hier ist er jedenfalls nicht. Und das war, glaube ich, sein Eingangsort. Irgendwo hier sollte aber, glaube ich, auch was gewesen sein mit diesem Künstler, den ich ja auch mal gefunden hatte. Also nicht den, also Oktopuskopf, okay. Sondern dieses Bild, das ich da mal gefunden hatte, das muss auch irgendwo hier sein, hieß es. Das habe ich jetzt aber tatsächlich gar nicht als Kommentar hier direkt vorliegen. Das habe ich vergessen, mir mit aufzuschreiben. Ich habe es als Kommentar generell da, das weiß ich, aber trotzdem. Welcher Ort der Gnade ist denn das hier? Ruinen an der Küste. Nee, also. Bedauere, aber. Nö. Habe ich nur diese dämlichen Flugviecher wieder. Ja, entspannt euch. Für den Geist gleich nochmal anquatschen, aber erstmal das Vieh hier aus dem Weg räumen. Anrufungsskarabäus. Aha. Lag der da schon immer rum? Weiß ich jetzt nicht. Kannst du mal bitte? Danke. Saß hier nicht gerade ein Geist? Ich mir das eingebildet? Ach, ist der Geist gerade? Ich bin verwirrt. Noch mehr als ohnehin schon. Merkwürdig. Perfekt. Okay. Also Ruinen hier, genau. Und dann Ihnen an des Wegpunkts. Achso, die hatte ich mir markiert, glaube ich, weil da noch so ein Ding für den Steinsperrschlüssel irgendwie war. Aber dadurch, dass ich bis jetzt eben nur einen einzigen habe, warte ich mal noch, bis ich den zum Einsatz bringe. Also wie gesagt, sorry, ich finde nicht den NPC, den du hier meinst, beziehungsweise den Gegner. Östlich und nordöstlich des Agilsees gibt es wohl noch zwei NPCs zu finden. Das werde ich auch gleich nochmal tun. Ich werde jetzt aber nochmal schnell. Ja, ich glaube, hier ist es ganz gut. Da nochmal hin. Weil vielleicht quatscht Jura nochmal mit mir, wenn ich ihn finde, heißt das. Obwohl, vielleicht hätte ich dann eher hier unten hingemusst.
Ich kann auch mal hier hingehen oder reisen, wie auch immer, und dann nochmal zurücklaufen und hoffen, dass er da irgendwo ist. Dankeschön. Ist gleich viel angenehmer. So, theoretisch wäre der wohl hier unten irgendwo gewesen. Hier. Da. Da ist er ja. Warum wurde er mir nicht auf der Karte angezeigt? Komisch. Naja, egal. Ah, we meet again. To have fought Nereus and lived. You must have seen your share of battle. I am Eura, as you might recall. Hunter of Bloody Fingers, tarnished, held in thrall by Cessblood. Zealots, who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember. No kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Be on your way. Perhaps we will meet. Okay. Ich werde jetzt nochmal wieder zurückreisen. Mal gucken, ob er sich jetzt hier unten wieder aufhält. Aber mich wundert, wie gesagt, dass er mir nicht auf der Karte angezeigt wurde. Ja, jetzt ist er hier. Oh, es ist besser, wenn ich dahin reise. Okay, dann machen wir das so. Dann steht er quasi wirklich direkt daneben, mehr oder weniger. So. Somewhere hier irgendwo. Ach so, hier unter ist sein Lagerplatz, ne? Ja, da ist er wieder. Dann quatschen wir ihn jetzt hier noch mal voll. Don't be a fool. Turn back, before it's too late. Don't be a. Okay. Er sagt mir jetzt nicht wirklich was Neues, leider. Ich denke mal, er bezieht sich auf den Drachen, der hier seine Kreise zieht. Also, wissen tue ich es nicht, aber das ist ja quasi das Erste, was er mir ans Herz gelegt hatte, als wir uns getroffen hatten. Deswegen liegt diese Vermutung für mich relativ nah. Ich kann jetzt nochmal rasten und nochmal schauen, ob er mir jetzt irgendwie eine neue Gesprächsoption irgendwie anbietet oder ob er jetzt maybe sogar woanders ist oder so. Nee, also er ist nach wie vor dort. Gucken wir mal. Ist auch cool, dass man diese ganzen Materialien hier sich dann so unter Nagel reißen kann, immer mal wieder. Don't be a fool. Okay, er sagt tatsächlich nichts weiter. Okay. So, für mich ist jetzt noch die Frage, ihn an der Küste. Ich überlege gerade. Ich glaube, dieser. Erinnert ihr euch noch an diesen, an diese goldenen Spuren im Sand? Okay, bitte einmal Licht an. Danke. Ich glaube, hier geht's wieder raus, oder? Hoffentlich. Ich glaube, die waren hier.
Kann das manchmal wirklich sein, dass die nachts irgendwie krasser drauf sind oder so? Weil die haben leuchtend rote Augen. Und sonst, wenn man die trifft, halt eigentlich nicht. Ja, natürlich. Ist entspannt. Hallo. Stehst du mal bitte auf, Wunibald? Chill doch mal deine Balls. Sag mal. Ey. Was zur Hölle war das denn? Außer Scheiße. Ja. Okay, komm her, Pferd. Das war richtig beschissen, oder was? Weil zu diesen goldenen Spuren habt ihr mir auch was gesagt. Dafür gibt's wohl kein Item. Ach, ich erinnere mich. Das war ja hier quasi das mit dem Riesen, ne? Also mit dem Troll, der hier lang gerannt ist. So, und hier habt ihr mir jetzt gesagt, das hier ist im Grunde bloß so ein kleiner Mistkäfer mit so einer, mit seiner Kugel, die er vor sich her schiebt. Und wenn man ihn trifft, dann wird er sichtbar und relativ leicht zu besiegen. Ich bin gespannt. Ist aber auch interessant, dass der dann... Also, dass das dann so ist, weil bis jetzt hatten wir ja nur Sichtbare eigentlich. Ah. Kriegsasche Stampfer, Feger. Okay, sehr cool irgendwie. Vielen Dank auch dafür den Hinweis. Ich glaube, da wäre ich nicht drauf gekommen, bin ich ehrlich. So, das habe ich erledigt. Was ich jetzt noch tun kann... Hütte des Künstlers, da könnte ich nochmal hin. Nochmal gucken, nordöstlich und östlich des Agelsees nach diesen beiden NPCs zu gucken. Hütte des Künstlers, ja. Aber hier ist ja bis jetzt... Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt gerade das gewesen ist, wo... dieser komische Scarabeus-Dings lag. Wo ich diesen Loot herbekommen habe. Aber das weiß ich jetzt nicht. Wäre nur eine Vermutung. Leveln kann ich, glaube ich, nicht, ne? Wartet mal. Status steht da zufällig? Nee, 5566 brauche ich. Das wird wohl noch ein bisschen dauern, bevor ich da wieder mal einen Stufenaufstieg zustande kriege. Okay, ich befinde mich jetzt also hier. Das heißt... Ja, die Richtung ist soweit in Ordnung. Können versuchen, weiter runter zu reiten. Mal zu gucken, ob ich hier irgendwas finde. Ja, so die Richtung ist okay. Reiterboy. Andere Schergen. Warum sind auch Gegner? Was haben wir denn hier? What? Die ollen Halbmenschen schon wieder hier Stress machen. Oh, das ist so schrecklich, dass die einfach mal... Ja, und dann braucht man einfach 30 Jahre, bis man wieder aufgestanden ist. Die Attacke war merkwürdig gerade. Also von meinem Wunibald. Na ja, ein Flatterviecher, war der auch Stress oder was? Regenbogenstein, okay.
Der See ist halt nicht in die Richtung gehend, sondern in diese. Also muss ich mich auch mehr so in diese Richtung bewegen, I think. Ist halt scheiße, dass da schon wieder so viele Leute rumlaufen. Aber eigentlich müssten die hier dann irgendwo sein, die NPCs, von denen die Rede war. Es hat einer östlich und einer nordöstlich vom Agilsee, hieß es. Nordosten ist ja irgendwo hier so. Ja, und östlich wäre mehr so da lang. Und bestimmt wieder nur Rover. Nee, Pilze. Naja, okay. Auch das nehme ich mit. Ja, da ist wieder diese Ruine da. Das kann ja auch nicht sein. Obwohl, vielleicht ist ein NPC in der Ruine. Das kann natürlich auch tatsächlich noch sein, ja. Wobei auch das eigentlich nicht gesagt wurde, aber... Unten ist wieder so ein schwarzer Reiter. Das sind wohl auch spezielle Gegner, die spawnen aber auch nur bei Nacht wohl. Und die sollen auch nicht ohne sein. So. Soldatenkappe, okay. Haben die Schmerzen manchmal? Kann das sein? Würde mich nicht wundern. Alter, haben die diesen Flock da jeweils durch den Körper durchgerammt? Wie grausam seid ihr denn bitte? Holy shit. Das klingt schon so, als hätten die übelst Schmerzen. Wundert mich nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich sehe halt auch wirklich nichts, was hier irgendwie... ...mit einem NPC zu tun hat. Ah, da vorne ist ein Geist. Aber der wird sicherlich nicht gemeint gewesen sein, I guess. Habe ich mit dem schon mal gesprochen? Bedauere. Das war jetzt auch eher semi-gut. Ja, ich weiß jetzt nicht. Aber das ist doch diese Ruine hier, ne? Nee, Ruine eines Wegpunkts. Aber vielleicht ist da ja wirklich was Gutes irgendwie bei. Muss mal schauen. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Also prinzipiell schon. Weg, weg, weg. Ach ja, dein Giftscheiß, Miranda. Finde ich blöd, immer noch. Könntest du mal, bist bald fertig mit deinen Ausdünstungen? Ei, 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 ei. Boah, das tickt aber ordentlich. Also im Sinne von, man hat schnell eine Giftanreicherung da am Start. Das ist immer langwierig. Das kann ich.
Ist da oben noch irgendwas oder so? Gucken wir gleich, aber erst muss Miranda weg. Ah, die gerade... Hast du schon wieder kleine Blümchen gemacht? Oh, oh, oh. Das sieht sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Aber ich möchte da nicht unbedingt drin stehen. Könnten wir bitte... Weg. Ich befürchte irgendwie, dass hier jetzt meine geilen Wurfmesser auch nicht allzu viel bringen würden, weil die machen halt nur so klein bisschen Schaden. Die sind halt wirklich eher geil, wenn man Gegner pullen möchte, so. Aber so wirklich, um Schaden auszuteilen, da sehe ich die jetzt irgendwie nicht so. Oh Gott. Weg, weg. Ja. Der hat fertig. Eieieiei. Weg, 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 weg. Ich weiß immer nicht, ob sie noch irgendwie eine Gift-Explo hinterher setzen oder so. So, okay. Geräuchertes, immunisierendes Fleisch. Giftblüte. Goldene Rune. Ja, da sehe ich mich, das ist okay. So. Zack. Ich habe gesehen, dass obendrauf noch was ist. Wollten wir erst einmal schnell drum rumlaufen und gucken, ob hier irgendwas noch ist. Nichts. Aber hier geht's. Oh, da ist eine Nebelwand. Das heißt, da ist ein Bossfight drin. Wie bin ich gerade aufgestellt? Ah, ich habe noch Full Heilung. Ja, komm, was soll's. Rein da. Ja, geh rein. Wer bist du denn? Wahnsinniger Kürbiskopf. Au. Heil dich. Kürbiskopf also. Au. Au. Ah, ein Kopf bringt nicht viel. Au. Heil dich bitte. Ich wollte rollen, aber leider leicht zu spät gedrückt, die Taste. Aber der hat einen menschlichen Körper, oder? Kann das sein? Täuscht es? Mal bitte ein bisschen die Ausdauer hier. So einer, wie wir unten an der Heiligenbrücke oder so hatten, glaube ich. Kann das sein? Oh. Hier ist jetzt ein... cool. Gnade. Ich raste mal nicht. Ich kann immer noch nicht wieder... Willen. Kann ich aber nicht anvisieren. Hallo? Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Ah, da haben wir also Nummer 1 gefunden, genau. Ihren Namen habe ich gelesen in den Kommentaren. Aber ein zweiter fehlt mir noch. Okay. Ja, Zaubereien würde ich mich sehen. A yen for Glinstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature, with a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria, as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me?
Ja. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glinstone Sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Okay. Gedankenversunken nicken. Ah ja, danke. Haben wir also noch mehr Sachen, die wir uns jetzt hier kaufen können? Interesting. Okay. Aber das hier würde ich... Ja, machen wir mal. Is that a scroll? Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. So ein paar Sachen dazugekommen. Ich glaube, diese beiden hier, ne? Schmerphalanx und Karianischer Schlitzer. Okay, das sind Sachen, die ich mir nochmal in Ruhe angucken werde. Aber erstmal vielen Dank. Kann ich mit dir so nochmal quatschen? Young apprentice. First things first. You are a tadpole when it comes to magic. Infantile. Without the legs to walk. So, to become a sorcerer, first, you must face your ignorance. Now, shall we start learning? You wish to continue the lesson? Very well. I have time aplenty. You wish to continue the lesson? Very well. Okay. Dann hätten wir das östlich wohl gefunden, I would say. Dann müssten wir jetzt ja aber noch nordöstlich irgendwie, also irgendwo hier die zweite Person finden. Das würde ich halt auch sehr, sehr gerne tun, bin ich ehrlich. Ich weiß spontan aber auch nicht, wo ich dafür hinreisen soll. Ich dachte halt, vielleicht wäre es ganz günstig, von hier aus zu gehen. Nordöstlich vom Agilsee, also irgendwo hier. Ich raste nicht, weil dann ist Miranda ja auch wieder da. Okay. Warum habe ich hier... Also bei den... Bei denen hier unten verstehe ich das, aber hier... Dass ich daran denken muss, oder wie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die jetzt... geholt hier. Okay, damit hätten wir also Selen oder so... freigeschaltet. Jetzt gehen wir ein bisschen hier so lang. Obwohl, nee, wartet mal. Ich war hier noch nicht fertig, glaube ich. Kleinen Augenblick. Ich hatte doch... Hatte ich nicht noch gesagt, ich habe gesehen, dass da was drauf ist? Ja, ja. Da oben drauf, genau. Das hatte ich gesehen. Moment, nehmen wir erstmal kurz ein bisschen Stuff hier mit. Na, komm her. Ja, Ruinenfragmente ist ja erstmal scheißegal. Haben ist besser als brauchen. Dazwischen liegt noch was. Das ist aber nicht das, was ich meinte. Wo war denn das jetzt hier? Hier oben.
Marines Linie. Vielmal. Ob sich das jetzt gelohnt hat, weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber auch hier, wie so oft, haben ist besser als brauchen. Kann ich nicht einfach... Ich dachte halt, ich komme da so hin, aber... Ist nur so ein aller Schädel, okay. Nicht weiter wichtig. Ah, hier zwischen seid ihr. Glühstein, Giftblüte. Das ist alles auch definitiv nicht schlecht. Kann man immer brauchen. Ich weiß jetzt nicht, was man alles daraus herstellen kann, aber trotzdem. Okay. Kann ich echt diese Markierung hier wegnehmen? Ja. Okay. Ich möchte bitte immer noch den anderen NPC finden, um den es ging. Wenn ich schon nicht in der Lage bin, anderes zu finden. Aber das wäre schon trotzdem ganz geil. Da müsste ja irgendwo hier in diesem Bereich dann sein. Also so richtungsmäßig. Hier oben drauf ist aber nicht, oder? Ich weiß halt jetzt auch nicht, ob der irgendwo sitzt, ob man den irgendwo sieht, ob der sich irgendwie bemerkbar macht oder so. So wie Alexander quasi. Der ja gerufen hatte. Das ist, glaube ich, das, was ich damals mal als Suizidkommando bezeichnet habe. Kann das sein? Ich werde es trotzdem nochmal hier hin, weil ich hoffe, dass das irgendwie von da aus eher erreichbar ist. Es tut mir leid, dass ich so rumeier, aber wenn mir so Sachen geschrieben werden, dann möchte ich das natürlich auch möglichst finden. Ist ja klar. So. Overfrucht. Alles mal mitnehmen, was man irgendwie sich unter Nagel reißen kann. Ist nie verkehrt. Denke ich. Meine goldene Rune sind immer noch mal 200, glaube ich, on top. Diese Halbmenschen hier möchte ich eigentlich jetzt gar nicht unbedingt hier näher mir angucken. Oh, schon wieder so ein Reitertyp. Die sind halt immer so stressig irgendwie. Zu Patches müssen wir auch noch mal, aber das gucke ich mir dann an. Auch dazu habt ihr mir was geschrieben. Weil das ist wohl auch irgendwie eine Quest. Dann sind wir quasi wieder hier, wo wir eben schon waren. Ich könnte mir vorstellen, dass der dann vielleicht eher hier hinten irgendwo rumchillt oder so. Und da war ich ja auch. Ja gut, da hinten ist theoretisch auch nordöstlich, ne? Ich versuche wirklich, mich hier umzugucken und möglichst nichts zu übersehen, aber wie gesagt, es ist nicht so einfach, ne?
es ist auch so unglaublich viel, was irgendwie an Eindrücken hier auf mich einwirkt. Und ich spiele das ja auch das erste Mal. Und dementsprechend passiert es eben auch. Ich bin so überwältigt von all dem, was ich hier so sehe, was man hier alles machen kann und überhaupt, da kann es schon passieren, dass man auch Dinge einfach übersieht. Und dann ist das manchmal eben so. Aber ich laufe übrigens nicht gekonnt an irgendwelchen Sachen vorbei. Ist hier irgendwas? Auch nicht. Ich könnte noch weiter in so eine Richtung laufen. Da ist ein Ort der Gnade, den ich noch nicht hatte. What? Das ist auch immer gut. Das nehme ich mir direkt immer mit. Weil, warum nicht? 5003, aber das reicht mir immer noch nicht, ne? Nee, ich brauche noch über 500. Bin ich hier? Randgebiete vom Nebelwald. Aha. Bin ich da? Gucken wir mal. Bevor du mich irgendwie abschlachtest, schlachte ich dich ab. Theoretisch ist das hier alles nordöstlich, also könnte. Ich habe auch Dariville immer noch nicht gefunden. Aber naja. Hier im Nebelwald noch mehr irgendwie. Nee, ich muss hier irgendwie wieder hoch. Ah, hier, jetzt. Ah! Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Hite, servant to the True Order and celebrated repudiator of the false. Oh, Erdtree, grant me succor. Da ist er. Ich kann nicht mit ihm reden. Hello? Jetzt. Is anybody there? Ah, you've come to lend me your aid, have you? Well, that's... It's very kind, but, no. No, the help is very much appreciated, even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the True Order. You might have heard of me, Kenneth Hite. Next in line as the rightful ruler of Limgrave. Young tarnished, I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool! And plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. Das habe ich ja eigentlich theoretisch sogar schon getan. What's this kind, sir? Remarkable. The knight commander dead. Already? A blessing if ever I chanced upon one. Fine work, I say. Fine work indeed. I doubt that it was your intention, but the deed is done, and I commend you. Now, this is your reward. Go on. It's yours for the keeping. Erdenstahldolch. Right then. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demihumans. What's that look? You don't believe me? Well, under the Erdtree, co-mingling with the demi-humans is made possible. Even the Vulgar shall not be left behind under the rule of True Order. Which is why I, Kenneth Hite,
next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Ah, yes. I've been meaning to ask. Would you like to enter my service? I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of the Erdtree's true order. And who knows? Perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you? A fine accord, is it not? Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. Very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold the ceremony for your knighting there, I think. I see great things ahead of us. We are truly by the Erdtree blessed. Right then. Time for my much to... Okay. Da bin ich ja sehr gespannt. Wo befinden wir uns jetzt hier eigentlich? Ah, naja, also nordöstlich stimmt schon. Aber ich dachte halt, es ist hier so mehr in diesem Einzugsgebiet quasi. Aber gut. Da geht's dann also quasi das nächste Mal hin. Ich kann mich ja schon mal hier hinporten. Und dann wird hier erstmal der Part beendet. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss!